habe hier immer noch nicht die Quest vom Lagerhaus gelöst, ne? Wo ich immer davon ausgehe, dass ich ein Äffchen brauche. Wo ich meine, mich entsinnen zu können, dass in den Kommentaren stand, du brauchst keinen Affen, hör auf, was machst du da? Du musst nur beobachten. Ich weiß aber nicht genau wo. Das werden wir uns natürlich dann noch anschauen. Jetzt ist ja gerade tagsüber. Wobei, wir könnten jetzt uns bis zum Abend auf die Pirsch legen. Oder, ach da oben, ach du Scheiße. Okay, okay. Wie kommen wir dahin? Wir müssen in Norden. So, hier waren wir schon lange nicht mehr. Wir müssen in Norden. Hey, wie ging es denn hier nochmal runter? Das war da hinten irgendwo. Wir waren schon so ewig lang nicht mehr hier, dass ich das schon gar nicht mehr weiß. Hallo, Freunde. Bald bin ich einer von euch. Aber ich mache jetzt mal den ganzen anderen kleinen Scheiß. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier nicht sehr nordisch gerade. So, das hier sieht schon besser aus. Hier latschen wir mal runter mit Hochgeschwindigkeitsexpress. Komme ich hier runter? Nee, lieber nicht. That is me not geheuer, my friend. Ich weiß nicht genau, geht es da jetzt runter oder nicht? Also wir kommen hier nach links, aber ob es hier, ich meine, aua. Notfalls haben wir einen Papageienflug, so ist es ja nicht. Ich meine, Bonesy findet eh einen Weg. So, wir sollen nicht schubsen. Nee, nicht schubsen. So, ich kratze mal die zarte 30 an. Gut, ich bleib hier. Jo, das ist gut. Ich schwebe hier ganz sanft. Über diese riesige Energiekuppel. Energie. So, hier in der Richtung soll der Schatz sein. Das heißt, ich fliege jetzt mal ganz stur als Papagei hier entlang. Und da hinten ist die Insel, wo der sein soll. Auf dem Wasser müsste ich eigentlich auch als Papagei fliegen können, oder? Nein. Offenbar nicht. Ich weiß nicht, warum Papageien nicht auf dem Wasser fliegen können. Ist es wohl genetisch bedingt. Oh, hier ist wieder die Gegend, wo Bonesy verloren ging. Wo das ein Seepferdchen gemacht hat. So. Na komm schon, schwimmen, schneller. Auf dieser Insel, die wir natürlich auch schon leergeräumt haben, da gibt es jetzt noch einen Schatz. Das finde ich super. Jetzt müssen wir gleich nur gucken, wo genau der ist, aber das dürfte eigentlich... Oh, da haben wir eine Muschel vergessen. Was ist denn hier los? Also da war ich aber... Oh, da, das ist ja natürlich... Puh. Und da auch? Ne, ist ein Seestern. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ich wollte mich gerade Rügenwäldern. Okay, hier ist der Schatz. Rinder. Bonesy ist wieder weg, wie es aussieht. Ist egal, wir können ihn auch selber heben. Hopsa, und der Bones kommt später eh zum Schiff. Voll in die Kamera. So. Erbstreitigkeiten. Was finden wir denn da Schönes? Oh. Worf? Boba Fett, Geralt der Witcher, Captain Kirk, Luke Skywalker, Marty McFly, Morg vom Ork und Worf. Was ist denn das für eine Familie? Also Worf von Enterprise. Was ist das für eine Familie? Das ist voll die Popkulturfamilie. Gold wert 20. Hey, da kommt Bones. Man glaubt es gar nicht. Der hat überlebt. Die Geldbörsen. So. Hätten wir mal gucken können, wer wie viel hat. Worf hat nur 15 Gold, aber naja, Klingonen brauchen nicht so viel. Wie geil, voll die Popkulturfamilie. Hier haben wir ansonsten schon alles gemacht. Das war, glaube ich, war das? Nee, das war eine andere Insel, okay. Aha, da oben haben wir einen Arschkreisel. The Power of Butthole. Okay, Bergkristalle für die Magier. Nee, da hätte ich vorher mal gucken sollen, wie viel wir da schon hatten. Und wenn wir dem was geben, ob das dann mehr wird hier. Ich glaube, wir müssen ihm wirklich 20 geben. Würde mich nicht wundern. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. So, Crew, das Anheuern müssen wir später machen. Kila, Schatz von Captain Finch, kommen wir nicht ran. Taranis, der Feinschmecker. Scheiße.
Hafendiebe. Ständig verschwinden nachts... das war das. Rumol verdächtigt die Gnome. Ich sollte mich nachts mal umsehen. Aus vergangenen Tagen. Ich habe einen Dämon in einem Scham. Er sagt, wenn ich... Ach ja, ja, ja. Aus vergessenen Tagen. Die Klinge kriegt er nie wieder. Waffen. Schmiede Kalados Krönungsschwert. Ich habe die Klinge gefunden, wenn ich den Griff finde. Okay. Schmiede Wundenreißer. Ich habe die Klinge des Schwerts, wenn ich den Griff finde. Aha. Legendäre Gegenstände... Auf Kieler. Da müssen wir vielleicht mal durchgehen. Mal ganz kurz. So, wir sind hier momentan auf Taranis. Auf Kieler haben wir gar keine Quests mehr offen, ne? Antigua. Krabbenküste müssen wir noch ein Portal schließen. Auf Taranis auch? Weiß ich gar nicht. Auf Taranis. Wir können aber mal gucken, ob wir hier irgendwo einen legendären Kalador, Taranis. Den Oststrand soll man checken. Dann suchen wir jetzt die legendären Gegenstände eben nochmal. Auf Karte markieren. Ach da. Ah ja, Oststrand. Ich gucke ja jetzt im Westen die ganze Zeit. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Indem wir wieder durch die Dingens gehen. Das ist ja ganz fein. Ach, weißt du was? Da gibt es kein Vertun, da schwimme ich doch direkt zurück. Dann laufen wir da eben zu Fuß hin, das ist ja eh um die Ecke. So riesig ist es jetzt hier nicht. Außer, dass er gleich wieder aus der Puste kommt. Dann dauert es manchmal ein bisschen länger, der Weg. So. Schubidubi, Schubiduba, Schubidudukdididludel. Wie der mit der Rüstung schwimmen kann, ist mir immer noch ein Rätsel. Aber gut, der Held hat natürlich unsagbare Kräfte. Ein Trank zum schneller Laufen oder Skills zum schneller Laufen wäre natürlich auch mal ganz praktisch. Wir sind bald Kapitel 3 und ich habe das Gefühl übrigens, wenn wir Kapitel 3 sind, guck mal, habe ich noch was übersehen, Schafauge? Ja. Wenn wir Kapitel 3 sind, habe ich das Gefühl, wir werden ja nicht mehr ganz so viele Quests haben. Werden wir wahrscheinlich etwas schneller vorankommen als jetzt momentan mit dem Rumgeeidel, mit den ganzen Nebenquests und so weiter. Ich glaube, also ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube, da werden wir dann doch relativ zügig durchkommen, habe ich das Gefühl. Bin mir nicht ganz so sicher, weil ich glaube, die meisten Quests haben wir jetzt eh schon erledigt. Und dann gucken wir mal, was da noch bleibt. Und das handeln wir natürlich dann auch noch ab. So, wir kommen jetzt zum anderen Strand. Und eigentlich müsste es doch hier dann sein. Das kleine Schätzelein. Hier ist nichts. Hier sind wir ja auch schon mal lang gelaufen. Hier haben wir schon alles komplett geleert. Da oben ist ein roter Punkt auf dem Felsen, aber ich glaube, da ist... Doch, da ist was. Ist der Punkt vom Schatz, oder was? Ach, da kann man hochklettern. Das ist ja auch mal was Neues. Hallo? Da ist auch wieder ein roter Punkt. Ach, da in der Kiste. Blauer Federkiel. Habe ich tatsächlich da einfach übersehen. Habe ich nicht in die alte Kiste geguckt. Waren wir da hinten schon? Nur mal so gefragt. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil wir waren ja relativ am Anfang, als wir auf die Insel kamen, waren wir hier am Strand. Siehst du mal, da waren wir noch gar nicht. War gerade die logische Konsequenz, dass wir nur die eine Richtung abgegangen sind und nicht die andere. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. So, lecker Rattenfleisch. Ach, die ist tot. Das war ja gerade ein bisschen ekelhaft. So, Schädelblüte. Ist ja witzig. Da konnte ich gerade nachvollziehen, dass ich gar nicht hier war. Dann haben wir das Stückchen Land auch nochmal gefunden. Und eine Kiste mit sagenhaften Schätzen. Herrinnen, die werden uns das Spielgeschehen so erleichtern. Ach, ich ahne es schon. Es wird einfach fulminant werden. Zack, Wein, Rumgold. Mein Name ist Rumgold. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Na, wen haben wir denn da? So, ein Drachenschnapper, sieh mal an.
wie der Schnapper fliegen kann. So, hier hinten, ich glaube, da kommt nicht mehr allzu viel. Aber immerhin haben wir es dann nochmal geguckt. Und ein Drachenschnapper. Wir kriegen noch ein bisschen Ruhm, wie es aussieht. Das ist ja auch schön. Hey, Schnappi! Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Bleib mal locker, Bonesy. Hey, da unten. Man kann den erwischt man gerade wieder nicht, weil der unten an der Klippe hängt irgendwo. Nein, 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 nein. Ich will ihn looten. Ich glaube, wir haben vergessen, ein Monster zu looten, das irgendwo runtergefallen ist auf einer anderen Insel. Fällt mir gerade ein. Scheiße, wir haben vergessen, ein Monster zu looten. Nein. Ich fange das Let's Play nochmal von vorne an. Ich wollte es auf 100% durchspielen. Da geht's nicht, dass wir ein Monster nicht looten. Und hier sind wir am Strand, wo wir vorhin noch gar nicht waren. Deine Größe ist auch deine Schwäche, du Monster. Eieieiei, nicht einmal getroffen worden. Krass. Das war ein merkwürdiges Sammelsurium an Monstern hier gerade. Warum? Bewachen die hier was? Ich meine, so ein Leviathan, den sieht man jetzt auch nicht gerade an jeder Ecke. Wo ist der eigentlich hin? Ist der schon despawned? Krass. Oder ist er weggeflogen? Ich habe keine Ahnung. So, wie man sieht, haben die natürlich auch einen fulminanten Schatz bewacht. Wahrscheinlich ein Eimer Scheiße, der irgendwo vergraben ist. Na gut, aber egal. Wir haben immerhin dieses kleine Stückchen Land jetzt auch noch gefunden. Da geht's wahrscheinlich gar nicht weiter. Da ist auch noch ein kleiner Strand und da geht's noch hoch. Okay. Kommen wir denn da hin, wenn ich jetzt da lang schwimme? Ah, oh. Oh, eine fette Höhle und fetter Ruhm. Verdammte Schatten! So, der hat uns im Visier, kann aber nicht schwimmen. Cool. Wo auch immer wir hier sind. Da komme ich nicht mehr ran. Scheiße. Grünes Herz. Gib mir dein grünes Herz. Halt da. Mann, Bones, verpiss dich. Ah, Bonesy, geh weg. Da ist doch der Schwarze. Da. Bones, verpiss dich. Ah. Diese Makrele, diese Elende. Da unten liegt er. Scheiße. nein. Nein. Lass das. Ich will das Herz. Nein, da war er gerade. Ja. So, gerade noch geschafft. Mit ganz zarten Fingerchen haben wir ihm sein Herz gestohlen. Hier, Stufe 10, da werden jetzt sagenhafte Schätze drin sein. Jetzt bin ich gespannt. Wow.
Oh, 412 Gold, krass. Stufe 10, aber viel mehr drin als in Stufe 100. Ich sag ja, die Schlossstärke ist irrelevant. Die ist einfach völlig irrelevant gegenüber dem Inhalt. Aber wo sind wir denn hier? Waren wir hier drin schon mal? Ich kann mich nicht dran erinnern. Das ist einfach nur so eine Grotte. Ich habe keine Ahnung, warum diese Grotte existiert. Abbauen können wir hier auch gar nichts. Kein Kristall. Nur so aus Prinzip. Ne, Kristalle abbauen können wir ja auch. Ich hätte gedacht, dass wir hier wenigstens Kristalle abbauen können. Kristallhöhle ohne Kristalle. Gut. War ist ein bisschen... Ja, schade. Warum? Ich meine... Ja. Gut. Dann schaue ich mal. Links gibt es noch einen weiteren Strand. Und da gibt es dann einen Pfad nach oben. Also kann sein, dass wir an dem Strand schon waren. So, hier ist nichts. Hier ist ein bisschen Sonneneinfall. Ach, wie schön. Ne, wir waren noch nicht hier. Guck mal. Da habe ich gerade einen Goblin gesehen. Hier waren wir auch noch nicht. Kobold meine ich natürlich. Wow, zwei auf einen Streich. Geil. Und ich habe um die Ecke noch welche gehört. Oh, schon wieder zwei auf einen Streich. Bei uns ist voll die Hilfe. Da oben noch Scavenger. Wieso haben wir das alles nicht gefunden? Wir sind hier... Was haben wir? Das ganze Gebiet haben wir einfach gar nicht auf... Es müsste so eine Automap-Funktion geben eigentlich. Das wäre ganz cool. Wo man dann sehen kann, wo man schon war und wo noch nicht. Hey, Scavy! Hey, Scavy! Ach, der lebt doch noch. Hallo. Tschüss. So, ein Uwe Bollen. Eine Feuerblume. Und da oben scheint noch irgendein versteckter Baum zu sein. Wenn ich da hochkomme, ich glaube ja nichts. Autsch. Stattdessen kriegen wir einfach noch ein paar aufs Maul beim Runterfliegen. Auch gut. Huch, jetzt habe ich außerdem angeschossen. Nicht runterfallen. So, Rohr und Kralle sind uns ja gerade verlustig gegangen. Dunkeldürrer, was ist nur hier oben? Wo sind wir hier bloß? Hier ist gar nichts. Ganz fremde Orte auf der Insel hier. Also man kann nicht sagen, wir würden zu wenig erkunden. Ja, nein! Oh nein! Verschwinde! Das gibt's doch nicht! Ja, ich bin in der Sackgasse! Lass mich! Tschüss! Ich mache hier mal gerade mal rumkugeln.
Ach, Alter, das leckt mich doch am Arsch. Ich hasse diese blöden Drachenschnapper und dann noch zwei davon. Nein! Alter, das gibt's doch nicht. Bones, du Drecksack, du Dreckiger. Das ist doch eine Falle von dir, das weiß ich. Nein! Ich hasse die so sehr. Ich hasse die so sehr. So, und der Bones natürlich weit und breit wieder nicht zu sehen. Da macht sie wieder einen Lenz, so einen Ingo-Lenz unten am Strand. Eieieiei, Drachenschnapper. Und dann auch auf der Enge. Furchtbar. Und vor allen Dingen einer zieht immer... Nein.